Hallo und herzlich willkommen zurück zu in Windy Wolf's Vlogs. Yep, yep. Ich habe hier eine wunderschöne Ohrwashing Plant, die wir jetzt endlich nutzen können. Wir haben nur ein kleines Problem, was wir noch, also wir müssen noch eine extra Schleife drehen für unseren, für die Thermal Centrifuge. Und zwar in Richtung Turntable und kinetischer Energie und so ein Scheiß. Und da freue ich mich ja gar nicht drauf. Aber was Mut und Mut. So, Moment. Also einmal. Ach komm, was soll's? Extrude. Nee, Rolling. Ich mach grad Eisenchipsets, denn die brauchen wir auch. So, hier lasse ich gerade Strom machen. Ne? Zweimal Generatoren habe ich hier. Und eine wunderschöne CESU. So, dann können wir schon mal die Ore-Washing Plant hier nebensetzen. Kommt dann hier hin. Habe ich noch ein Kabel? Isoliertes Kabel hier rumfliegen? Wo ist auch mein Gummi? Alles weg? Das wäre merkwürdig. Ja, haben wir unsere Kohle rumfliegen? Ach, Gottchen. Ach, da ist mein Rubber. Okay. Das ist ein bisschen mehr Rubber hier. So, okay. Also, wir brauchen einmal ein Machine Casing. Dann. Ja, dann. Das Kabel. Ist ja schön. So, die Zentrifuge kommt direkt hier neben. Okay, also erstmal die Ore-Washing Plant. Die haben wir jetzt hier. Die braucht noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ich glaube, dafür baue ich ein neues Gerät. Habe ich noch eine Liquid Note hier irgendwo? Ich meinte, ich hätte noch eine. Aber ich glaube, die habe ich hier vorne dran gebappt. Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Kann ich nicht? Kaktusgrüne. Ich hab noch ganz viel Kakti. Kakti rumfliegen. Kaktusgrüne. Das sollte eigentlich funktionieren. Und ja. Den Rubber wunderbar wieder als Brennstoff. Dann brauche ich einmal Glas und Holz. Wohl nee. Kann ich nicht eigentlich dann auch eine andere Pipe nehmen? Cobblestone zum Beispiel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Leider nicht. Schade, schade. Ach ja, Fluid brauche ich dann sowieso. Ich hält. Oh mein Gott. Das macht natürlich keinen Sinn. Okay, also einmal eine Cobblestone Fluid Pipe. Ach so, natürlich. Kriegen wir kein Zeugs einfach da so raus, oder? Ach, einfach durchcraften. Ich hält. Gut. Einmal durchcraften. Ja, die Dinger habe ich lange nicht benutzt, irgendwie. So, wo sind. Hä? Wo sind meine Texturen dafür? Großes Kino, ey. Okay, das Ding läuft. Das heißt, die Note kann ich nutzen für Wasser für die Ore-Washing Plant. Wenn es denn sich verbindet, was ich überhoffe. Wo habe ich denn? Die Pipes. Ach Gottchen. Keine Pipes mehr? Gut. Dann eben nicht. Let's down. Und dann. Nee, das war's nicht. Pipe. Ach, Zimmerglas. Und einmal Redstone. Gut.
hat sodann eine World Interaction Upgrade. Die ja Spitzhacke Lapis und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und Sticks. So. Dann Eisen. Okay, und Eimer. Habe ich noch Eimer hier irgendwo rumfliegen? Ich glaube, die habe ich alle vercraftet. Nun denn. Okay. Zwei Eimer, einmal Wasser. Huch. So, okay. Ach halt, Baumaterial. Baumaterial wäre auch nicht verkehrt. Ja. Okay, wo tue ich das Ding am besten hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, dafür brauche ich Slabs. Och, Mann. Habe ich noch Slabs? Ein paar. Kann ich die Zäune nehmen? Slabs, Slabs, Slabs. Wo sind ihr hin? Da. Herrje. So. Hier sind diese Richtung. Okay. Perfekt. Dann einmal sehr schön. Okay, zack. Einmal. Ach, jetzt habe ich hier nichts zum Hochfahren. Schön. Das sind zwei Viecher, die einen Namen haben. Könnten einen guten Extra-Loot geben. Erstmal kurz ein Treppchen bauen hier. Habe ich noch Lichter irgendwie? Ich glaube gerade nicht. Und das Ganze würde ich dann hier am liebsten drunter verstauen. Also so in dem Dreh. Gut, also erstmal Cobblestone. Note. Das kommt da rein. Das kommt wieder weg. Und dann die Pipes. Pipes, Pipes, Pipes. Das reicht aber, glaube ich, nicht an Pipes. Jawohl. Super. Was sagt die... Die Lichtverhältnisse sagen, ist kritisch. Also Lämpchen. Ist doch irgendwo gerade nicht gut. Also. Ein bisschen mehr Pipes. So. Gut, ich hoffe, das verbindet sich. Ja, das tut es. Wunderbar, wunderbar. So, dann gib mir... Da ist unser Wasser. Schön. So, jetzt können wir nämlich endlich Uran waschen gehen. Hier, Crushed Uranium Ore. Das müssen wir waschen. Waschen. So, dann fängt das an zu waschen. Ich bin gespannt, wie viel da so rauskommt. Hier kann man übrigens inzwischen auch Automatisierungs-Upgrades reintun. Also Ejection- und Pulling-Upgrades. Sehr, sehr praktisch. Ist die Frage, will ich das jetzt schon oder nicht? Wie viel kosten überhaupt? Ejection.
Das geht sogar. Ist ja gar nicht mal so teuer. So, wir haben, kriegen zwei, also ein bisschen klein, also ein bisschen LED Dust. Den brauchen wir übrigens auch. Purified Crushed Uranium. Oh, oh. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt anfassen, obwohl jetzt ist noch nicht verstrahlt, okay. Ein bisschen direkt jetzt mal Uran anpacken. Super Idee. Eine Kiste wäre nicht so verkehrt. Zack. Und. Ach Quatsch. Quatsch mit Soße. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Nun ja. So. Okay, hier kommt jetzt auch der Rest raus. Dann können wir jetzt mal mit der mit dem Turning Table weitermachen. Turning Table. Dafür brauche ich noch zweimal Schafte. Die muss ich rollen. Extruding. Gut, und was noch? Item Casings. Zwei Stück. Jut, jut, jut. Sieht aus mit Strom. Zieht, ne? Zieht ordentlich, aber ist okay, da haben wir einen Buffer. Und es dauert halt eine halbe Ewigkeit, das Problem. Deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt schon haben. Dass wir da in Ruhe drauf warten können. So. Hatte ich nicht noch mehr Uran hier irgendwo rumfliegen? Na, da kommt wieder einiges nach. Das ist super hier. Sehr wichtig, dass wir das hier haben. Oh, wie sieht es eigentlich hier aus? Es geht noch. Gut. Wir hatten... Ich hab hier unten auch noch irgendwo Uran, ne? Jo. Und Yellorium. Okay. Hier ist nichts mehr. Dann können wir die auch schon mal da rein tun. Perfekt, fast ein Stack. Schön, schön, schön. So, also. Machine Casing. Dann Platten und Platten und noch mehr Platten. Und dann so. Turning Table. Okay. Den können wir glatt woanders hinstellen, weil... Oder? Er braucht also 1000 KU. Kinetische Umdrehung oder so ein Scheiß bestimmt. Gut. Ich setze ihn erstmal. Ich setze ihn, hier hin. So. Jetzt haben wir einen wunderschönen Turning Table, wo wir den halt auch einstellen müssen. Ne? Hier, kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Okay, dann brauchen wir. Ach Gott. Etwas, was dieses, diese Electric Kinetic Generator. Stirling Kinetic. Okay. Ah, hey, Mine. Kinetic Steam Generator. Oh, den könnte man nehmen eigentlich. Wir haben ja Steam. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür einen Copper Boiler. Okay. Copper Casings, zwei Schafte. Davon was. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Denke ich. Okay, Eisenschafte, zwei Stück. Heißt nochmal zwei. Dings von uns hier. Dann brauche ich. Was war das? 2, 4. Also dreimal. 1, 2, 3 hiervon. Dann brauche ich ganz viel Zinn. 2 Zinn hierfür. Dann Copper Boiler. 1, 2, 3, 4 mal Kupfer. Vielleicht ein bisschen viel. Okay, und dann das Ganze zu Plattenwalzen.
Okay, ich würde sagen, sobald wir hier durchgewalzen sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da ist es nun, das kinetische Steam-Generatoren-Teil. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding funktioniert. Hab nämlich keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, gut. Steam Turbine is missing. Steam Turbine. Du bist das also. Ein Steam Turbine Blade ist ganz viel Stahl und Stahlplatten. Wie viel war das? Oh, das ist ziemlich viel, oder? Drei Stück. Oh je. Es könnte nicht genug sein. Acht und der Rest ist nur ein Ingot, ne? Ja. Gut. Wir brauchen dringend mehr Stahl. Ja. Und zwar gewaltig mehr. Rolling. Okay, ich, du brauchst dann. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Aber eigentlich war das Ding einfach nur noch Steam, oder? Rein theoretisch. Ich guck mal kurz, dass ich mich hier irgendwo ein Dingens snagge. Einen Tank. Wie kann ich einen Tank? Das kann ich da machen, rein theoretisch. Okay, wo ist das? Meine French. So und so. Jawohl. Es funktioniert. Supi. Okay. Dauert noch ganz schön lange irgendwie. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen ein Turning Blank. Iron Item Casings. Wooden Turning Blank. Ich brauche dieses Turning Blank für diesen Schaft, den wir da uns dreichseln müssen. Heißt es überhaupt beim Eisen auch Dreichsel? Oder eher nicht so? Habe ich noch Eisenplatten? Habe ich. Das Ding ist noch fleißig dran hier. Ach ja, apropos, obwohl, wie viel haben wir wieder? Energieüberschuss? Ein bisschen. Crushed Uranium. Das dauert noch. Okay. Okay, dann warten wir kurz ab. So, da ist nun unsere Turbine, Blade, Blätter, wie auch immer. Steam Turbine. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das so jetzt so funktionieren soll. Also einmal Steam Turbine. Okay, mal gucken. Also. Als erstes brauche ich dann noch den Turning Blank auf jeden Fall. Ein Turning Blank für dich. Was brauchte ich noch? Ich brauchte, warte mal, für die thermale Zentrifuge. Und dann für den Mining Laser, genau. Brauche ich den Iron Turning Blank Handle. Und zwar brauche ich einen Iron Turning Blank. Ein Lathing Tool. Lathen, Eisenplatte, Eisencasing, normale Casings. Harry. Einmal das und einmal X. Hoppala. Und Tiny Pile of Lead. Das haben wir ja schon zum Glück. Eisencasings und eine Stahlplatte.
Kriegen wir alles hin. So, okay. Also. Ein Lacing Tool. Zack. Mein Turning Blank. Und mein Tiny Pile of Dust. Lead Dust. So, dann. Turning Blank. Dann mein Tiny Pile of Dingeskirchen. Nicht? Ach, da kommt das. Das kommt da raus, oder? Okay, warte mal. Stimmt, da kommt Eisenstaub raus. Macht auch irgendwie Sinn. So als Ergebnis. Tiny Pile of Eisen, das genau. Also 4, 5, 4. Also 4, 3, 2, 2, 2. 4, 3, 2, 2, 2. Gut, also. keine Ahnung. Okay. Erstmal brauchen wir, glaube ich, Steam. Achso, ja. Ich hatte ja den Tank leer gemacht für Steam. Jetzt hat die Frage, ob Steam wirklich Steam ist oder ob es da Unterschiede gibt zwischen Steam und Steam. Bist du leer? Du bist leer. So, ja, dann gucken wir mal. Das ging fix. Okay, dann hopp. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Natürlich nicht. Okay, ich glaube, ich werde mich erstmal informieren und zur nächsten Folge machen wir dann den lustigen Turning Blank Gedönse und unseren Stahldreixler. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.